Die Wohngemeinschaft. Was macht man, wenn eigentlich mal wieder die Wände gestrichen werden müssten, der alte Schrank einem nicht mehr wirklich gefällt, das Sofa seine besten Tage gesehen hat, man aber nicht in die Gänge kommt? Man schafft sich einen Welpen an. Der sorgt garantiert dafür, dass man die Grundrenovierung und den Möbelkauf angeht, sobald das Jungtier aus dem Gröbsten heraus ist. Bevor Audrey Teil unserer Wohngemeinschaft wurde, hatten natürlich sämtliche Steckdosen eine Kindersicherung verpasst bekommen. Der Gebrauch von Verlängerungskabeln und Dreifachsteckern gehörte der Vergangenheit an und Hinstellerchen waren ausnahmslos in die Schränke verbannt worden. Das empfindliche cremefarbene Sofa wurde zudem von einer dekorativen Decke verhüllt. Was den niedlichen Welpen nicht davon abhielt, binnen 2 Tagen ein riesiges Loch in die Wohnlandschaft zu fressen. Auf das weiße, tiefe Sideboard kletterte sie und entdeckte den Geschmack von Holz für sich. Diese neue Leidenschaft für natürliche Materialien lebte sie alsbald auch an Stuhlbeinen und Lehnen, Tischbeinen und an dem hölzernen Weinregal aus. Das alles war insofern für mich nachvollziehbar, als die meisten Hunde gern auf Holz herumkauen. Was mir allerdings nicht in den Kopf wollte, war, was an Wandfarbe so prächtig sein sollte, dass man sie ablecken musste. Ich weiß es inzwischen, es ist der Kleister, das ist die Stärke im Kleister. Genau. Auch schon Erfahrungen gemacht diesbezüglich, ja. Für eine Weile war eines von Audreys blauen Schwesterchen zu Besuch und die beiden schaukelten sich gegenseitig hoch, um alles anzuknabbern und zu zerfetzen, was nicht bei 3 auf dem Baum war. Den jungen Hundedamen hatte sich noch nicht erschlossen, wozu ein Spaziergang dienlich sein könnte. Außer natürlich dafür, die Welt da draußen zu entdecken. Folglich wurden die Häufchen erst gemacht, sobald die Kleinen wieder zu Hause waren, denn da war ja nicht so viel los. Nachts bellten mich die kleinen Racker aus dem Schlaf, allerdings nicht, um anzuzeigen, dass sie mal mussten, sondern um anzuzeigen, dass sie gerade gemacht hatten. Ganz so, wie es auch Babys machen, mit dem kleinen Unterschied, dass man Welpen keine Windeln anlegen kann. Wenn ich aus dem Haus gehen wollte und überlegte, wo ich Handschuhe, Schal und Beanie denn hingelegt hatte, half der Blick ins Körbchen, um die Accessoires zu finden. Meist eigneten sie sich aber dann nicht mehr zum Tragen. Als ob Audrey nicht schon genug Spielzeug gehabt hätte. Dies auf seine Funktionalität hin zu überprüfen, war übrigens unsere gemeinsame Aufgabe. Ich bin sicher, Audrey hätte einen super Testhund für TÜV-geprüftes Welpenspielzeug abgegeben. Und ich kontrollierte minütlich, ob das Quietschi den Angriff der scharfen Minimilchzähnchen standgehalten hatte oder ob nur noch die Hälfte davon übrig war. Überhaupt diese ständige Angst davor, was da so alles in dem kleinen Magen gelandet sein könnte. Und die Erleichterung, wenn mein Welpe sich das Ungenießbare anschließend nochmal durch den Kopf gehen ließ. Die größte Gefahr aber lauerte immer dann, wenn es verdächtig still war. Ein Phänomen, das bei Menschen und Hundekindern zu beobachten ist. Denn dann hieß es Alarm. Wenn ich dann ins Wohnzimmer stürzte und mein Welpe mich unschuldig anguckte, während er ein Bächlein machte, war ich einfach nur erleichtert. Und bei alledem, was in den ersten Wochen nach Audreys Einzug passiert ist, muss ich sagen, ich will es nicht missen. Es war großes Kino, wenn auch ein ganz schönes Theater, das uns brandneue Tapeten und Möbel bescherte. Audrey
frisst nicht. Audrey nimmt neuerdings nur noch Wild. Ich meine natürlich in ihrem Napf. Nicht, dass es da zu Missverständnissen kommt, nur weil es sich bei ihr um einen Jagdhund handelt. Wie konnte es so weit kommen? Wer einmal erlebt hat, dass sein Hund nacheinander an Durchfall, Appetitlosigkeit, Erbrechen und schließlich totaler Futterverweigerung leidet und binnen 4 Tagen 15% seines eh schon grenzwertigen Körpergewichts verliert, gibt auf und sucht die Tiernotklinik auf. Und wenn der Vierbeiler dann im nicht unerheblich dreistelligen Kostenbereich gespritzt, geröntgt und gedopt wurde und es ihm langsam besser geht, dann ist der Moment gekommen. Dieser Moment, in dem du bereit bist, deinem Hund feinstes Kobe-Filet zuzubereiten. Hauptsache, er frisst wieder. Tja, und so kommt es, dass Audrey nun das teuerste Gericht aus dem Sortiment meines bevorzugten Hundefutterherstellers serviert bekommt. Denn was anderes kommt ihr von jetzt an nicht mehr in den Porzellannapf. Da geht sie lieber in den Hundestreik, in den Hungerstreik. Passt doch auch, Hundestreik. Ja. Letztens habe ich es nochmal mit ordinärem Trockenfutter versucht, dessen Kilopreis allerdings ebenfalls knapp unter dem eines Kleinwagens liegt. Den verächtlichen Blick meines Hundes vergesse ich nie. Das ist doch nicht dein Ernst, Silvi, mir noch mal sowas vorzusetzen. Hey, ich weiß jetzt, wie meine Menükarte aussehen kann. Sei ein liebes Frauchen und tu das Zeug weg. Und dann bring mir was Anständiges. Beruf Zudeckerin. Wenn man in einem für Entscheider nicht systemrelevanten Beruf tätig ist, sind man nach Ausweichmöglichkeiten. Ein neues Berufsfeld hat sich mir dabei regelrecht aufgedrängt. Davon erzählt die folgende kleine Geschichte, für die wir uns in mein Schlafzimmer begeben müssen. Eines von Audreys 4 Körbchen steht nämlich gleich neben meinem Bett. Natürlich kam für das Hundebettchen nur ein antiallergisches und durchblutungsförderndes Modell mit Gewichts- und Thermoanpassung, Druckminderung, Belüftung und Memory Foam in Frage. Der Preis für diese exklusive Schlafstatt deckte sich in etwa mit dem einer 3-wöchigen All-Inclusive-Reise nach Barbados. Aber wer will in Pandemiezeiten schon in die Karibik? Mein kleiner Hund jedenfalls hat Abend für Abend die freie Körbchenwahl. Als grauer Geist, wie man den Weimaraner auch gerne nennt, beginnt er seine Nacht natürlich neben mir. Dazu lässt er sich, zumindest bei kälteren Temperaturen, mit einem Plümo zudecken. Schließlich schläft Frauchen ja bei offenem Fenster und das bei einem Hund ohne Unterfell. Wie jedes Kind strampelt sich der Kanide im Laufe der Nacht frei, ein Umstand, der ihn wach werden lässt. Nun kenne ich zwar eine Wischlerhündin, die sich stets elegant selbst zudeckt, diese Fähigkeit geht Audrey allerdings leider ab. Schon mehrfach habe ich versucht, ihr den Trick beizubringen, bislang erfolglos. Vielleicht muss ich bei dem Tutorial zukünftig etwas mehr Biss an den Tag legen. Denn sobald es Audrey zu kalt wird, stellt sie sich mit den Vorderpfoten auf mein Bett und guckt mich an. Meist genügt schon diese Maßnahme, um mich zu wecken. Für den Fall, dass mein Schlaf einmal besonders tief ist, fährt Audrey schärfere Geschütze auf. Zunächst sind es Stupser mit der Nase, es folgen kleine Fiepser. Hilft das nicht, kratzt sie an meiner Bettdecke, so als wolle sie auch mich freidecken, damit ich auch ja weiß, wie sich das anfühlt. Ihre neueste Variante besteht darin, sich zu schütteln.
Man muss dazu sagen, wenn ein Weimaraner sich mit seinen langen Ohren schüttelt, hört sich das in etwa so an, als würde gerade ein Hubschrauber starten. Spätestens jetzt gebe ich auf und decke mein Feld hier fürsorglich wieder zu. Der daraufhin zufriedene Grunzer ist mir Dankeschön genug und rührt mich jedes Mal aufs Neue. Während Audrey augenblicklich wegschlummert, bin ich nun wach. Mal für eine halbe Stunde, mal für eine ganze, mal für 2 Stunden. Nicht selten auch so lange, bis sich die Lady wieder freigestrampelt hat und ihre Zudeckerin erneut in Anspruch nimmt. Manchmal wechselt Audrey auch im Laufe der Nacht ihr Nest. Hier konnte ich einen unmittelbaren Zusammenhang mit der Lautstärke feststellen, in der mein Liebling gerade schnarcht. Wenn man überlegt, dass ein Hund so viel besser hört als ein Mensch, dürfte man Audrey nicht böse sein, wenn sie meinem Liebling wegen Tierquälerei verklagen würde. Aber auch dieses entzückende Wesen kann erstaunliche Frequenzen von sich geben, wenn es schläft. Es kommt dann zu einem regelrechten Schlagabtausch zwischen dem Geschöpf zu meiner Rechten und dem zu meiner Linken. Tja, da wolltest du immer deinen Körper entscheiden lassen, wie lange du schläfst. Jetzt ist es der Hund, der dich raustreibt. Oder die Blase. Oder die Blase vom Hund. Oder einfach nur seine Kälteempfindlichkeit. So bin ich zur Zudeckerin geworden. Na, besser als zur Abdeckerin. Das nächste Kapitel heißt: Sie glänzt nicht. Die glänzt gar nicht. Mir stockt der Atem. Wie bitte? Mein Hund soll nicht glänzen? Aber dein braunes Labrador-Schöttchen glitzert nur so in der Sonne vor lauter guter Ernährung und Pflege, ja? Also wenn mein Hund so viel Fläche hätte wie deiner, Frau Influencerin, wäre seine Chance zu glänzen auch 4-mal größer. Denke ich und sage nichts. Zugegeben. Die gemütliche Amy hat wirklich ein beneidenswert glänzendes Fell. Es ist zum Heulen. Da ernährt man sein Tier fast besser als sich selbst, gibt gar 2-mal in der Woche ein rohes Eigelb ins Futter. Jeden Tag wird die Lady mit einer feinen Bürste aus Wildschweinborsten, deren Kaufpreis deutlich über dem meines gesamten Bürstensortiments liegt, gestriegelt. Natürlich meidet man zu häufiges Abduschen, das Fell könnte ja austrocknen und stumpf werden. Und das selbst, wenn das kleine Schweinchen sich mal wieder in Entenscheiße paniert hat. Und trotzdem ist Audreys Fell leider nicht wirklich shiny. Grundsätzlich bin ich natürlich der gleichen Meinung wie alle Frauchens und Herrchens. Mein Hund ist das schönste Tier im gesamten Universum. Da sind wir uns doch alle einig, oder? Wie schaffen es diese Wesen eigentlich, sich so in unser Herz zu schleichen? Wie gelingt es ihnen, uns die rosarote Brille aufzusetzen, die ihnen so ungemein hilft, ihre Interessen durchzusetzen? Diese Brille, die uns Exkremente mit einem erleichterten Lächeln im Gesicht aufklauben lässt, die uns liebevoll auf den Vierbeiner blicken lässt, wenn er genau diese 4 Beine genüsslich auf der Wiese in die Höhe streckt, um anschließend schlimmer zu müffeln als ein Jodschwefelbad. Wie kommt es, dass wir La Vie en Rose sehen, obwohl das Bällchen, das wir gerade für unseren Liebling werfen, uns fast aus der Hand rutscht, so vollgesabbert ist es? Ist es der berühmte Hundeblick? Die bedingungslose Treue, die der Fellträger uns entgegenbringt? Oder einfach nur das Gefühl, endlich verstanden zu werden? Ich wollte es genau wissen und habe die Wissenschaft befragt. Was ich dazu gelesen habe,
hatte ich schon befürchtet. Die Hormone sind schuld. Genau genommen ein ganz bestimmtes, nämlich das Oxytocin, umgangssprachlich auch Kuschelhormon genannt. Dieser sogenannte Botenstoff spielt, wie es heißt, auch eine ganz große Rolle für die Bindung zwischen Mutter und Kind, zum Beispiel bei der Geburt und beim Stillen. Tja, und inzwischen gibt es Studien, die belegen, dass auch die Beziehung Frauchen-Hund, sorry, liebe Männer, natürlich auch sicherlich Herrchen-Hund, maßgeblich durch das Oxytocin beeinflusst wird. Dessen Konzentration erhöht sich nämlich tatsächlich bei uns Menschen durch den viel zitierten Hundeblick. Und bei unserem Hund, wenn wir ihn streicheln. Die Wissenschaftler sprechen hier von einem Kreislauf. Mit anderen Worten, wir schaukeln uns quasi gegenseitig hoch. Und bei alledem haben unsere Sofawölfe im Zuge ihrer Domestikation noch einen ganz miesen Trick gelernt, uns Menschleins dahinschmelzen zu lassen. Sie haben einen Muskel besonders trainiert, nämlich den Muskel, der sie ihre innere Augenbraue anheben und dadurch noch unwiderstehlicher und süßer aussehen lässt. Es gibt sogar Wissenschaftler, die reden von Hund als einem Parasiten. Ha! Hab ich dich erwischt. Die linke Augenbraue hast du gerade angehoben, du kleiner Parasit. 30 Sekunden später läuft mir vor lauter Entzücken fast das Herz über. Was sieht mein Mädchen hinreißend aus in seiner knallroten Schwimmweste? Übrigens, letztens habe ich mit der Tierärztin über Audreys Fell gesprochen. Während sie meinem begeisterten Weimaraner über die Wirbelsäule strich, meinte sie, ihr Fell kann gar nicht so glänzen, weil es einfach eine etwas rauere Struktur hat. Tja, wahrscheinlich war da wohl doch irgendwann einmal ein Wildschwein dabei.